So, und da sind wir auch schon wieder zurück mit Battlefield 5 mit der Folge 11. So, nach der erfolgreichen Einnahme, da haben wir ja eine Ansprache gehalten, die seinesgleichen gesucht hat. Jetzt sind wir hochmotiviert und wollen jetzt Flugabwehrgeschütze einnehmen. Darum steht es mit Trupp Joule zusammenschließen. Ich bin irgendwie getrennt worden. Meine Aufgabe ist es, unentdeckt durch den Wald zu kommen und, also meine Herausforderung, und drei Weinflaschen zu finden. Natürlich, Franzosen ist gleich Wein. Klar. Wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Oh. Hat den erschossen? Nein. Mon Dieu. Repose en paix, mon frère. Schwein. Wobei, ich muss mal was sagen, ich muss echt bald loswerden. Es ist wieder so typisch, die Deutschen werden wieder als die übelsten Monster dargestellt, ne? Während alle anderen ja ach so lieb sind. Man sollte auch mal bedenken, dass nicht nur die Deutschen Gräueltaten Krieg begangen haben. Vielleicht die schlimmsten, aber trotzdem sind sie nicht die einzigen. Gut, aber jetzt ist egal. Wir wollen jetzt Battlefield 5 spielen und nicht zu viel über sowas reden. Aber das beobachte ich schon die ganze Spiel mittlerweile. Das hat mir mal so ein bisschen auf der Seele gebrannt. Ich war ja unentdeckt. Oh, 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 oh. Nein, hat keiner gesehen. Scheiße, das haben sie doch gesehen. Ah! Drei Typen. Einer ist direkt vor mir. Fuck. Egal. Den haben wir in die Fresse geschossen. Jetzt ist auch egal. Die Aufgabe ist noch nicht verloren. Hm, sehr schön. Haben wir schon. Genau, mal zu mitnehmen hier. Nö. Was sind die Weinflaschen? Die versprochenen? Die suchen sollen? Hier gibt es keine oder was? Was war das? Achso. Maschinengewehr. Ils sont tous morts. Oh shit. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Was die zwei da? Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Fuck.
geht er denn hin? Scheiß Patrouille. Hier ist doch was. Oh, Kacke, da ist noch einer. Guck dir schon wieder zurück, ey. Mann! Merd! Ja, ein Patrouille aber! Wie, du hältst an. Gehabt. Elite-Soldat. Mhm. Oh, oh, oh. Wo ist noch einer? Es kommt schnell diese Scheiße, diese blöde Patrouille zurück. Oh, Kacke. Schon her hier. Jetzt rennt er weg oder was? Jetzt rennt er hierher. Wieder zurück oder was? Mensch, das darf doch nicht wahr sein, dieser Patrouille, Alter. Nein, die sind kein Problem. Die könnte ich locker mit der Panzerfaust zerlegen, aber. Ich soll ja unbemerkt hier durchkommen.
Schalldämpfer? Nee. Muss ich lang, da lang. Ah, scheiße. Einer von denen! Fuck. Oh Gott, Trilling sogar. Jetzt nicht bewegen. Nicht bewegen, nicht umdrehen. Essayez de communiquer maintenant. Also mal gucken, ob hier noch ein Bein ist. Nee. Das ist ein Scharfschützengewehr. Hängt gerade fest anscheinend. Doch. Gut, können wir weiter. De vie perdue. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Pepe Shah. Lee Enfield. Scharfschütze von vorhin. Machen wir am besten jetzt. Jetzt sind wir noch fest. Oh shit! Scheiße, feindlicher Soldat! Oh fuck, kommt die jetzt alle her auf einmal wieder. Oh. Mein Gott, beruhig dich. Alter! Scheiß Granaten, ey.
Oh! Alter! Das mit der LKW nicht in den Rücken fällt. Ist ja meine Mission. Gelingen unentdeckt. Ja. Alter! Oh, noch einer. Und jetzt noch welche. Hinter mir. Hauptstreitmacht ist da vorne. Gibt es hier noch irgendwas zu looten? Ne. Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. Wenn hier einfach reingeworfen? Krass. Hier schönes Dynamit, nehmen wir mal Patzi mit. Mann! Knarre ist aber auch was. Die andere lieber. Oh. Ah, hinter mir. Oh nein. Das ist immer eine scheiß Rückendeckung. Oh. Ah! Fuck! Wo bleibt denn meine Deckung, meine Rückendeckung, meine Verstärkung? Oh, Kacke! Granate.
Nein! Dann halt direkter Weg daran. Zack. Bumm. Ich bin da rein. Noch mal hochwerfen. Ich habe keine mehr. Oh, keine Munition mehr. Gut, dann müssen die Granaten hier halten. Hat gereicht, glaube ich. Ja, hat gereicht. Sie hat nichts, ne? Oh, oh, Nebelwerfer. Alter. Oh, Hopper, komm. Sammelobjektbereich. Da, direkt vor mir eine Nase. Idrissa! Hm. Wo muss ich denn? Idrissa! Te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. Contre-attaquer, vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois.
Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Okay. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. Gut, aber bevor wir das machen, ne, verabschiede ich mich jetzt von euch für diese Folge. Und in der nächsten werden wir dann ja, diese Festung erstürmen. Bis dann. Tschüss.